herzlich willkommen zurück zu Morrowind. Ist es ja gerade mal vielleicht ein Abend her, wo ich jetzt das letzte Mal wieder gespielt hatte. Und boah, ich habe das immer noch sehr, sehr laut auf meinen Ohren hier. Und wir müssen ja das Illuminibi-Dings finden. Hier, das ist ja hier in der Nähe. Athletik auf 61, das ist schon gut. Und wir sind ja auch wieder mit irgendwas bekannt. Wir haben jetzt aber keinen Arschkrebs. Doch, Arschkrebs. Wir haben Arschkrebs. Ich habe total vergessen, dass wir uns eingefangen haben. Wir fangen uns hier aber auch andauernd irgendwo ein. Aber wir machen uns auf den Weg dahin zum Katapult und schauen uns mal an, wie wir da weiterkommen. Und wir müssen wohl querfeld ein. Das heißt, dann können wir den da endlich mal besorgen. Und gegen die Schlacht habe ich noch antreten. Kommt hier noch einer? Ja. Der hat uns im Visier. So, das war's. Kann ich hier beseitigen? Dann können wir den hier auch endlich mal beseitigen. Ach, ihr könnt diese Leiche nicht beseitigen, okay. Warum können wir den nicht beseitigen? Der muss hier tot liegen, ne? Der ist noch relevant für irgendwas. Ernsthaft? Das kleine Viech? Und Axe hat sich auf 42 verbessert. So, Axe müssen wir auch noch auf 100 kriegen. Und danach kommen die Stumpfen. Wir sind schon bei Karte. Ich sehe gerade, ich habe die Kamera noch auf Dingens gesetzt. Ich mache hier einen kleinen Cut, dann, also für Gothic habe ich die Kamera, die Facecam auch hingelegt. Dann bis gleich. So, jetzt haben wir das richtig, die Kamera. Jetzt ist richtig, jetzt wollte ich schon sagen, was ist denn gerade los? Warum hat das Bühl hier nicht mit aufgenommen? So. Das wäre jetzt ein bisschen doof. Aber jetzt nimmt er wieder ganz normal auf. Kann auch mal passieren. So, wer greift jetzt an? Ah, hier. Das ist schon mal super. So, wir sind jetzt aber hier in Katapult irgendwo. Also da vorne muss das irgendwo sein. Und an das Rätsel. Gehen wir davon aus, dass die Höhle da vorne liegt. Natürlich kommen die Viecher jetzt. So, und wer kommt jetzt? Ist noch irgendwo ein. So, hier. Ja, komm. Ach, noch so keiner. Können wir die looten?
auch Schulterplatte links. Hier haben wir wieder welche. So, eine leichte Beseitigung, geht hier schnell in die Luft. Und da haben wir nichts mit. Ich gehe mal davon aus, dass das da das ist, wo wir hin müssen. Ah, okay, wir können auch schneller schwimmen. Nice. Ein Schlag weg. Ich mag die Axt. Wenn wir treffen, dann... Dann treffen wir richtig. Ja. Nice. Ich glaube, wir werden aber auch bei Echsen dann wahrscheinlich am Ende bleiben. Ilunibi, Leichnam der Heiligen. Wir machen hier auf die 2. Zur Not, zur Vorsicht, bevor wir reingehen. Okay, rote Kerzen. Was kommt da auf mich? Ich sehe gerade gar nicht. Dahin kommt jemand. Ist aber kein Korb, was er kommt da. Korpusfleisch. Ist nichts wert. Aber wir Nee, wir lassen das mal. Aber warum war er jetzt nackt? So, hier haben wir 3 Abzweigungen. Jetzt bin ich gespannt, was hier auf uns zukommt. Nicht, dass wir hier jetzt auch noch einen Korpus erkannt werden. Yeah.
Das bringt noch was. Das nehmen wir mit. Und der Scump hat hier Scump-Haut. Können wir hier rasten bis geheilt einmal? Ja. Gibt es hier auch noch Abzweigungen? Oder? Ja, hier gibt es eine Abzweigung. Wir gehen aber erstmal geradeaus. Wir haben aber uns jetzt nicht... Gut, wir haben nur Arschkrebs. Immerhin. Ach, da hinten. Ach, kommen die zu zweit. Und der ist auch wieder nackt. Kann ich vielleicht doch lieber auf eine andere Waffe wechseln? Die hier vielleicht? Wieder eine Tür. Marowaks Rücken. Jetzt bin ich gespannt. Ihr Enver leiden. Okay, komm. Armschiene links, Helm aus gekochtem Netschleder, kaiserliche Panzerschuhe, nee, Knochenschild. Hier ist nichts, was besser ist als unseres. Und ein paar Dietriche. So, können wir hier rasten? Nee, hier sind noch Feinde in der Nähe. Da sehe ich schon einen. So, das war's mit dem. Aschenzombie, genau. Dornenkeule und Aschesalz. Die nehmen wir mit, weil die geben gut Geld. 25 Wochen.
Ich musste währenddessen noch Skelett fürs. Hat Knochen eben. 5 Stück. Ah, jetzt können wir. So, Geschicklichkeit, Charisma und Schnelligkeit können wir machen. So, 26 sind wir jetzt auch schon. Charisma sind wir jetzt bei 41 hier, aber hier verlieren wir 20 Punkte, ja. Aber nice. Okay, das heißt also im Grunde, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich hab's nicht gesehen. Was sind das? Oh. Salze der Leere. Nehmen wir mit. So. Wir können da lang gehen. Da sehe ich auch wieder jemanden. Ne, ein Zombie nur. Der hat jetzt aber keine Krankheit, oder? Hier, Korpuswandler, genau. Die geben auch gut Geld. Aber hier lasse ich mal die Toten einfach liegen. Wenn wir die hier beseitigen, haben wir für die Spawner noch wieder. Da geht's noch weiter. Wo muss ich überhaupt hin? Was ist eigentlich die Aufgabe hier? Ich sprach mit Reiser Pulia. Der entkommene Soldat ist gestorben, verrückt und durch Korpus entstellt. Die Höhle, in der er das Lager des 6. Hauses Illunibi fand, ist auf keiner Karte verzeichnet. Ich werde den Gnamok danach fragen müssen. Der Spätrupp kämpfte gegen Kultanhänger, vier Menschen und eine Kreatur namens Dark of Gardas. Der tötete alle bis auf einen, welche er mit Nachrichten über erwachte Schläfer und Fürst Dark of Ur fortschickt. Wir müssen den Typen finden. Salz. Nehmen wir mit. Gehen wir mal ein bisschen hier hin. Gucken wir mal, ob ich. Ja, hier können wir rasten. 11 Stunden. Verbringe ich aber auch echt Tage. In der Höhle. Dark of Garden müssen wir hier finden. Ach, hier kamen wir jetzt raus. Okay. Wir sind hier also im Kreis gelaufen. Ah. Also das ist jetzt das Letzte, was noch fehlt, oder wie? Hä? Leiche einer Abenteurerin. Feuerwehrzeit, nehmen wir mit. Chitin, Chitin. Noch ein Turmschild. Nordischer Gold, noch ein Helm. Nordischer Fell. Fellarmschiene. Das Rad nehmen wir mit, das nehmen wir wieder mit, das nehmen wir mit. Okay, das heißt, wir müssen doch nochmal in
das Labyrinth hier einmal durchsuchen, durchstöbern. Genau, und hier sind wir den Eingang jetzt nicht entlang gelaufen. War jetzt hier. Jo. Gibt das denn überhaupt? Wo haben wir das? Da oben. 2 bis 24. Doch auch mal vielleicht ein bisschen mehr mit den Zaubern beschäftigen. Vielleicht können wir da mega krasse Spells irgendwie organisiert kriegen. Da haben wir den nächsten. Welches werden wir machen? Immer wieder die. Zwei Schläge weg. Und das Ding wieder mitnehmen. Geht schon ordentlich weit hier. Hier sehe ich jetzt keinen Durchgang. Und hier ist noch eine Tür. Können wir hier nochmal rasten bis geheilt? 5 Stunden. Ach, hier sind wir. Bei dem Dude. So, dann fehlt nur noch der Gang hier geradeaus. Glaube ich, oder? Ne, hier waren wir schon. Hä? Wo finde ich jetzt den einen, den wir suchen müssen? Also, der Leichnam des Heiligen, können wir nochmal reingehen, wenn er nicht hier ist. Dann sind wir wieder hier. Das führt wieder nach Katakoi. Darauf schrecklich entstellt von der Korpuskrankheit und geistig umnachtet in seinem Fieberwandel. Okay. Dieser Dark of Gardas tötete bis auf einen Soldaten ganze Patrouille. Er sagt ihm, dass er ihn verschont, und den anderen ausrichtet, der Schläfer erwacht. Das sechste Haus hat sich erhoben. Dark of Ur ist mein Fürst und ich sein Priester. Und alle werden eins sein mit ihm im Fleische. Der Soldat erwachte außerhalb der Höhle und kehrte hier zurück. Wir erkannten ihn nicht und er beantwortete keine Fragen. Er sammelte nur wie ein Wahnsinniger und starb. Aber trotzdem, das mit dem Schläfer, das erinnert mich auch ein bisschen an Goffi. Hängt zusammen. Können wir hier gleich irgendwo Korkalon?
wo ich hin muss, also. Muss es doch noch irgendwo irgendwas geben. So, Aschensklave. Oh, hier geht's doch noch weiter. Was mir aber nichts bringt, weil hier niemand ist. Aber hier war dann wahrscheinlich das Kampf. Gucken wir mal, ob da es noch weitergeht. Ja. Und dann nochmal hier nach rechts und dann gucken. Ob wir nicht hier irgendwo irgendwas übersehen haben. Das sind Träumer. Muss es doch weitergehen. Das sieht aber so aus, als würde es da irgendwo noch weitergehen, aber tut's nicht. Rücken. Ich würde alles nach Marowak zurücknehmen jetzt. Das hier führt nach Leichnam des Heiligen und beflecktes Mar wieder. Das hier führt auch beflecktes Mar. Okay. Was, wenn wir hier jetzt nochmal geradeaus gehen? Hier haben wir ja den einen toten Abenteurer. Man hört ja die Fliegen hier auf. Ach, hier. Aber ein Steingolem war hier. Jetzt ist nur die Frage, was war denn das für ein Steinboden? Sturmatronach, Sturmatronach, okay. Gab es hier noch irgendwie was? Nur der Korpuswandler. So, wenn wir hier gehen. Marwoks Rücken und beflecktes Mar. Aschenbühl. Ich habe keine Ahnung, haben wir sie fertig? Aber es war hier schon doch richtig, wo ich hingegangen bin, oder nicht? Gibt es hier noch mehr irgendwie irgendwo? Und ich könnte was sehen. Abgenutzte Höhente, Illunibi, Leichnam des Heiligen. War schon richtig hier, meine ich. So, hier wieder beseitigen. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge versuchen wir herauszufinden, ob das jetzt wirklich die richtige Höhle war hier. Also auch bei Carter Point. Ansonsten, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und bleibt schmutzig. Ciao.